Yo, Sandy! Wir sind heute in einem verfluchten Haus und wir müssen die Augen schließen, sobald wir ein Monster oder etwas Seltsames sehen. Okay, ich mach meine Augen zu. Ich hab sie auch zu, ich sehe nichts. Ich sehe sie nicht wirklich. Und wir müssen überleben bis 6 Uhr am Morgen. Okay, und wir haben gerade 12 Uhr und okay, es geht los, Vitamin. Und wenn wir irgendwas komisches sehen, müssen wir unsere Augen schließen. Okay, warte mal, ich hab einen Hammer, wofür auch immer. Okay, und oh, das ist so ein altes, verlassenes Haus oder so. Wollen wir ein bisschen Schach spielen? Vitamin, ich hab ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ja, okay. Und guck mal unten rechts, wir haben Stufe Mill. Okay. Oh, wer hat denn seine Pizza hier nicht aufgegessen? Ey, ich hab Hunger. Das sieht hier doch super lecker aus hier alles. Aber wofür brauche ich einen Hammer bitte? Guck mal, Keine Ahnung. Wir haben sogar McDonald's essen hier. Ey, yo, die haben alles. Aber wenn dir irgendwas komisch vorkommt, schließe bitte deine Augen. Ja, und okay, nee, jetzt war nur der Fernsehen. Wollen wir nach oben gehen? Können wir gerne machen. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ja, okay. Hey, die Mona Lisa. Bis jetzt ist alles normal, würde ich sagen, oder? Ja. Bis jetzt ist alles ruhig und wir haben 12.30 Uhr. Ich höre irgendwelche Sounds. Oh, da kommt ein Monster, mach die Augen. Schließ deine Augen zu! Oh mein Gott, es ist verschwunden, weil wir unsere Augen geschlossen haben. Oh, ist das auf uns zugerannt? Ja, es hätte uns sonst erledigt, hätten wir nicht die Augen zugemacht. Komm, mach mal die Augen zu, ich will das sehen. Seh nix. Oh mein Gott. Oh. Wieso ist die Tür gerade einfach zugegangen? Ha! Oh! Was? Was war Leute! Ey, yo, Sandy, die Tür hat sich nicht mehr geöffnet. Da war ein Monster dahinter. Okay, das müssen wir uns auch merken. Oh mein Gott, hier. Ich hab's weggeknipst. Ich hab's weggeknipst. Da kommt irgendwas, oder? Da kommt was hoch. Der Teddybär an der Treppe. Warte mal, was ist ein Teddy? Komm hier hin. Ich komm. Der Teddybär an der Treppe. Hinter dir! Ich hab so ein Quietschen gehört. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Ihr seht, das ist ein verrücktes Spiel. Okay, wir müssen natürlich alle Bedrohungen auslöschen natürlich die ganze Zeit. Hier ist zum Beispiel auch ein Gemälde. Du musst nicht nur Monster wegklicken, sondern auch ein gruselige Gemälde zum Beispiel. Können wir auch die ganze Zeit die Augen eigentlich geschlossen haben? Ja, dann siehst du halt nichts, oder? Ja, aber wir müssen ja eh nichts schaffen, oder? Wir müssen ja nur überleben. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, unten rechts ist die Bedrohungsstufe. Oh! Mach die Augen zu! Ich hab's geschafft. Alles gut. Ich hab die Augen geschlossen. Okay, Sandy, wenn du die ganze Zeit so hier spammst, dann kommt einer. Okay, gut zu wissen auf jeden Fall. Wieso ist das Zimmer so dunkel? Alter, das Licht ist aus. Okay, Freunde, hier klopft irgendwer. Schau mal, das ist ein Reparaturzeichen. Ja, stimmt. Ich glaub, wir sollten runtergehen mal. Ja, wir müssen irgendwas reparieren. Und wir haben 1 Uhr morgens. Teddybär. Da wieder was. Siehst du ihn? Was? Der Teddybär ist lebendig. Mach die Augen zu! Okay, ich hab's. Ah, es reicht sogar übrigens. Er ist weggegangen, wenn einer das macht, ne? Ah, okay. Hinter mir. Hab zugemacht. Oh mein Gott. Okay, alles gut. Alles gut. Ich steht immer glücklich sein. Ich dachte, steht das war ein Monster hier. Das Pappding. Du hast ja vor allem Angst mittlerweile. Ja, Baldi ist auch hier am Start. Moin. Und wir haben 1:26 Uhr. Irgendwas kommt. Teddybär kommt. Sandy, ich muss reparieren. Du musst das mit den Augen machen. Okay, kannst einer machen mit den Augen? Ja, ich muss das gerade reparieren. Aber es dauert kurz. Warte. Ja, bis der Teddybär kommt, dauert's. Der Teddybär ist schnell, ne? Nee, okay, hab's repariert. Puh. Mal, bis der kommt. Hinter dir. Okay, hab's, alles easy. Hab's. Der Teddybär kommt aber noch. Umso später die Zeit wird, umso mehr Monster kommen auch, weißt du, ne? Oh, ja, wir haben unten rechts immer noch Stufe mild. Da kommt der Teddy! Okay, ich hab zu. Easy. Warte, ich schließ lieber, oder? Okay, musst du da irgendwas machen? Nee, ne? Ich weiß nicht. Nein. Wir haben übrigens 1.40 Uhr. Das heißt, wir brauchen nur noch 4 Stunden Schnapp. Ja, aber das Problem ist, umso später die Zeit wird, umso mehr Monster kommen, ne? Oh ja, du hast recht. Immer schwieriger. Was ist, wenn wir das Licht nicht repariert hätten? Ich glaube, dann wären wir erledigt worden. Können wir vielleicht auch mal was anderes gucken? Wir gucken irgendwie immer nur gefühlt das Gleiche. Oh, das Monster kommt! Hab zugehabt. Es wird immer schneller auch, ne? Ja, die Monster, die wollen uns halt bekommen. Ich schließe aber auch manchmal so meine Augen. Oh, können wir durch die Tür durch? Oh, bei mir war eins vor der Tür. Ich habe die Tür nur geöffnet. Gott, pass auf, Mann. Was machst du? Ich bin in irgendeinem Computerraum gelandet. Okay, wir müssen einfach nur überleben, Vitamine. Aber du merkst, es gibt ganz, ganz verschiedene Arten von Monster. Ja, das stimmt. Ich glaube, aber schwierigstens, welches so am Rennen ist oder so. Lass uns noch mal rumgehen. Kann ich mit dem Hammer das hier öffnen? Hinter dir? Ja, hab's. Easy. Ey, ich konnte die Tür öffnen, Sandy. Wollen wir hier durch? Oh, okay, warte, ich komm runter. Bin unten. Ich weiß nicht, sollen wir hier durch oder nicht? Ich tu's, okay. Was ist das? Hallo, ist der wer? Toilette. Oh. Dann verschwindet. Oh, Matze kommt. Ja, ich guck's an. Da ist es. Das okay, sehr gut. Das war ein Dorsmonster. Ja, stimmt. Okay, aber. Oh mein Gott. Okay, du hast die Badewanne normal gemacht? Ja, die Badewanne ist normal. Ich frage mich. Teddybär? Wo ist er? Da kommt er. Der kommt ja vom Spielzimmer. Oh, okay, Augen zu. Hab ihn. Aber ich glaube,
Wir müssen so kleine Mini-Missionen machen, oder? Ich kann mir auch vorstellen, wir müssen erstmal die anderen Dinge auch wegmachen, dass die Bedrohlichkeit weniger wird. Was ist das hier an der Wand? War das schon die ganze Zeit so? Naja. Du kannst ja auch manchmal Augen zumachen auf und dann gucken, ob es verschwindet, weißt du? Ah, stimmt. Eigentlich ist das clever. Ja, das mache ich ja die ganze Zeit. Freunde, liked schnell dieses Video, denn wir wollen bis früh um 6 überleben. Aber die Monster werden ohne euch uns holen. Also, bei 500 Likes werden wir schaffen. Los! Okay, ich gehe nochmal hoch, ja? Ich glaube, okay. Oben waren wir in einem Zimmer noch nicht. Ja, das stimmt. Okay, hast du das Gemälde weggeknipst, das eine? Nee, das war bei mir gar nicht. Ich glaube, wir können das auch zusammen machen, oder? Ja, ja. Also, wenn du den Teddy wegknipst, dann ist er bei mir auch weg. Okay, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ich glaube, wir waren hier geradeaus zu noch nicht in dem Raum. Okay, ich komme. Irgendwas höre ich. Das sind die Autos von draußen. Guck mal, im Büro war ich zum Beispiel doch gar nicht. Wow. Ich glaube nicht, nee. Ich probiere halt alles wegzuknipsen immer hier. Ja, wir sind auch immer noch Stufe mild. Ich kann mir auch vorstellen... Oh! Wir müssen wieder reparieren gehen. Da ist oben, voll oben, da oben. Oben! Aber ich kann es nicht wegknipsen. Ich hab's. Teddybär wegknipsen hab ich. Okay, sehr gut. Okay, wir müssen Strom reparieren. Weißt du was? Ich glaube... Das ist die Tür. Oh mein Gott! Ich wurde erledigt. Nein. Hilfe, Hilfe. Ich helfe dir. Okay, und ich auch. Wow, okay. Ich glaube, Santi, die Stufen werden nicht härter, wenn wir lange warten. Ich glaube, die Stufe wird härter, wenn wir lange die Aufgabe nicht machen. Ja, das kann auch sein. Weil noch sind wir Stufe mild. Und wir müssen 6 Uhr übernehmen, also noch 3 Stunden. Wir haben 3 Uhr. Ey, komm, das schaffen wir. Ich will es hoffen. Okay, wir machen es so, du reparierst diesmal. Okay. So, du kannst vielleicht gucken, ob du hier was wegknipsen kannst. Ja, hier ist ganz, ganz viel Spielzeug. Baldi sogar. Moin, Baldi. Oh mein Gott, zum Beispiel die Puppe hier. Hä? Ich hab sie weggeknipst. Okay. Da war so ein Kopf. Oh, Teddybär. Okay, mach. Halt mir den Rücken frei. Ja, ja, mach. Das dauert eine Weile. Ich gucke, dass keiner hinter mir... Wow. Hab ihn weg. Du's? Hab ihn weg. Drück mal die ganze Zeit ganz schnell Augen zu, Augen auf. Nein. Hey, Teddy. Teddy. Komm gleich. Nicht, dass wir uns jetzt beide hier um die Ecke erledigt. Nee, das Gute ist, man kann den Teddy ja von Weitem hören, ne? Ja, der ist echt laut. Ist Alter, da war ein Baby. Wer kommt überhaupt, der Teddy? Warum hast du die Tür zugemacht? Oh nein. Er ist weg, okay. Er ist weg. Da kommt das Dorfmonster, wenn ich knipp. Okay, sehr gut. Ich glaube, jetzt kommen richtig viele. Ey, es wird immer... Oh, was? Wir sind doch von da gekommen. Ey, yo! Und wir sind wieder back und zurück. Und zurück und zurück und wieder hin und her. Und vor. Oh, hinter mir. Okay, ihn, alles gut. Hab ihn. Vor allem, der schreit immer so wie so ein Baby. Kein Stress, keine Panik. Willst du referieren? Ja, ich kann's machen. Ich mach's gerne. Boah, Sicherung wieder rein. Ich hoffe, die bleibt auch endlich mal ein bisschen drin. Ja, der Strom geht die ganze Zeit aus. Bam, ist wieder an. Okay, sehr gut. Oh, ja, hallo. Das wird bestimmt kein Monster sein, ne? Das ist bestimmt der Pizzalieferant. Oh mein Gott, ist einfach ein Monster. Hab weg. Ja. War das Poster dafür auch schon hier? Ja. Okay. Und die Türen habe ich diesmal nicht zugemacht. Die gehen automatisch zu. Okay. Oh, Teddy. Okay, der Teddy. Ich finde den Teddy ehrlich gesagt süß. Ja, bis er dich dann bekommt. Meinst du, der Teddy würde uns jemals was antun? Ich glaube schon. Oh, da ist er. Guck mal, wie süß. Guck mal, ich mach gar nicht die Augen zu. Okay, ich mach sie weg. Oh mein Gott. Er ist ja schon. Das ist wie eigentlich das Spiel ist wie als Kind. Wenn man sagt, wenn du mich nicht sehen kannst, kann ich dich nicht sehen. Ja, aber ich war noch nicht an der Haustür. Ich wollte mal versuchen, ob ich die aufmachen kann, weil... Oh, hier sind auch Nägel. Okay, können wir vielleicht mal irgendwas anderes öffnen? Ich hab die Nägel weggemacht. Ich würde da nicht reingehen, ehrlich gesagt. Ja, kannst du öffnen? Ich kann es probieren. Nee, ich glaube, das ist wahrscheinlich die Ausgangstür am Ende oder so, denke ich mal. Oh mein Gott, guck mal hier. Hier ist das Walkie-Talkie und wir haben jetzt 4 a.m. Was ist mit der Couch gewesen? Hast du die Couch gesehen? Nein. Die Couch war am Fliegen. Ich will es mir nicht ein. Was du dir hier einbildest. Komm mit. Hier ist noch eine Tür. Komm, die holen wir uns. Wir gehen hier durch. Wir schaffen das gemeinsam. Oh, ist eine Garage. Meinst du, wir können kommen? Kleiner Teddy kommt. Er kommt angequietscht, angebatschelt. Er steht da, ich sehe ihn, aber... Teddy! Er ist verschwunden. Okay, was können wir hier machen, aber... Ich frage mich auch, können wir die Garage aufmachen oder so? Hier ist irgendwas reparieren? Können wir das Auto reparieren? Ich glaube nicht. Nee, wir können gar nicht. Was ist das denn? Was bringt uns das hier? Ich weiß nicht. Mehr, wir können es hier verstecken halt. Ich wette, der Strom geht auch gleich aus wieder. Tschut, ich fahre da mal mit der Eisenbahn. Wir müssen nur noch 2 Stunden überleben, ne? Ey, das schaffen wir. Ich glaube an uns. Ich will es hoffen. Okay, hier ist alles normal. Ich check jedes Zimmer ab, ob hier irgendwas hast ist oder so. Ja, ich bin unten gerade. Ich check auch unten hier. Oh mein Gott. Hinter mir. Er schreit mich immer so an. Ich weiß auch nicht, was der Schreier jetzt will. Ich glaube, der hat Halsschmerz. Er will einen Bonbon haben. Hustenbonbon. Gib mir die Bonbons back. Hier ist noch irgendwas im Bad hier oder so? Nee, auch alles gut. Also ich habe gerade da reingeguckt, ich habe nichts gesehen. Okay. Die Haustür können wir ja leider auch nicht benutzen. Das wäre irgendwie cool. Hast du eine Tür aufgemacht oder zugemacht? Nee. Okay, wir haben 5 Uhr.
Die letzte Stunde. Warte, wir haben 459 auch. Oh. Hallo Monster, wo seid ihr? Oh, da kommt es. Da kommt der Teddybär. Soll ich dir mal streichen gehen? Weiß nicht. Ich gehe nach oben. Ey, ich hab's richtig drauf angelegt. Ich war so nah an dem dran. Sind die Bilder noch normal? Okay, die Bilder sind noch normal. Es. Gerade eben ist alles normal. Irgendwas? Nee. Sollten wir eigentlich um 6 Uhr, ich hab's nicht am Anfang mitbekommen, sollen wir um 6 Uhr beim Radio sein? Ich glaube, um 6 Uhr musst du dreimal um den Tisch rennen. Oh. Oh nein. Nein. Wir hätten noch 20 Minuten überleben müssen. Okay, wollen wir gehen? Oder wollen wir warten? Ich glaube, wir müssen halt gehen, denke ich mal. Wir können es doch drauf anlegen, ne? Ich glaube, wir müssen es tun. Okay, ich würde es tun. Du hast recht. Ey, wir haben nur 15 Minuten, ey, wenn wir deswegen nicht abgeholt werden. Go, Sandy, go! Okay, das allerletzte Mal müssen wir es noch reparieren. Dann haben wir es geschafft. Alter! Was? War da was? Keine Ahnung, da war irgendwie so eine... Da sind ganz viele Puppen bei mir. Ey, ich werde echt? Wirklich jetzt langsam... Hier ist nochmal ein Kopf. Alter, ja, was geht denn jetzt ab? Nimmst das alles weg? Ja, der Kopf war bei mir auch gerade eben da. Oh mein Gott, okay. Ich repariere. Pass alles auf mich gut, auf. Alles gut. Hinter mir war noch was. Boah. Vielleicht will der Teddy auch nur mit uns spielen. Ich glaube, wenn das Licht aus ist, kommt mehr als vorher, ne? Ja, das kann sein. Vielleicht will der Teddy auch mit uns schon spielen, weißt du? Bisher, das glaubst du, der würde da kommt er. Boah. Eine Minute noch, komm, Teddy. Let's go, schnell. Bei mir war nichts. Oh, wir müssen jetzt den Schlüssel finden, um die Tür zu öffnen. Oh, und der kann wahrscheinlich überall sein. Guck mal, ich deck mal die erste Anomalie einfach auf, okay? Ja, ich habe irgendwas schreien gehört. Hilfe! Was zappelst du da wie ein kleiner Fisch unten? Ich habe nur noch 50, ich habe mich freigekauft. Okay. Oh! Ja, ich habe dich wiederbelebt. Oh, danke. Schau mal, das Fragezeichen, Ausrufezeichen hier. Ja, weil ich mir das gerade gekauft habe. Ah, das wird oben wahrscheinlich sein. Müssen wir das... Ah, du musst das weggucken. Ich verstehe. Ich glaube, wir müssen jetzt alle weggucken, die es gibt. Ja, okay, ist es weg, das Ausrufezeichen, oder hast du es? Ja, es ist weg. Weißt du was? Ich decke noch die zweite auf. Die zweite ist... Wenn ich die gleiche kaufst, unten. Nee, die ist unten im... Im Spielezimmer. Okay, das bedeutet, die erste müsste ja hier irgendwo sein, im Zimmer, oder? Okay, ich würde sagen, wollen wir uns ein bisschen trennen? Ach komm, wir laufen zusammen. Ich bleib lieber bei dir. Nee, ich bin oben. Wir haben uns schon getrennt. Ich glaube, das kann halt auch im Elektroraum sein. Naja, es könnte überall sein, der Schlüssel halt, ne? Okay, ich decke einfach noch die nächste Anomalie auf. Ja, mach ruhig. Die nächste Anomalie ist, okay. Im Badezimmer. Ah, da unten. Wollen wir hingehen? Ja, okay, wir folgen dir jetzt einfach Stück für Stück. Das werden, denke ich, nicht so viele sein. Genau, du kannst reingucken, du siehst halt Sachen, die es nicht gibt, ne? Ja, das stimmt. Guck mal, links siehst du irgendwas schon die Hand in der Wand. Man sieht hier Hände. Ja, mach's weg. Okay, gut. Okay, alles wieder normal, alles okay, normal. Weißt du was, ich bin jetzt wieder dran, ne? Ich kaufe auch nochmal die nächste. Aber lass uns nochmal... Okay. Lass uns doch mal hier hintergehen. Wollen wir in den Elektroraum gehen? Oh! Ja, schau hier mal. Hinten. Schau, komm, wir gehen dahinter. Haben wir was übersehen? Ich weiß gar nicht auch, ob wir die weggucken müssen. Ich glaube schon. Guck mal, der Schrank hier. Du musst den Schrank weggucken. Echt? Der ist riesig. Oh. Und okay, wir haben es geschafft. Wir können raus. Stufe keine. Ah, wir haben alle weggeguckt. Let's go. Wir haben alle Anomalie gefunden. Das bedeutet, die Ausgangstür ist freigeschaltet. Wir können abhauen. Raus hier. Let's go. Wir haben es geschafft. Du bist geflohen. Wow, Leute, das war echt merkwürdig. Und hier, Sandy, siehst du übrigens alle Monster, die es so gibt. Schreien, der hat immer geschrien. Und da muss man sich sofort umdrehen und die Augen schließen. Nee, ich will mir die Monster nicht anschauen. Blinker, Teddy. Teddy kam bei uns ganz, ganz oft. Jäger springt an blinden Flecken und Türen. Oh mein Gott, Grandpa. Alter, Grandpa, ich glaube, den habe ich einmal gesehen. Ein alter Opi, schwer zu bemerken, keine Schritte zu hören. Ja, und Gespenst. Oh mein Gott. Okay, Freunde, ihr seht, falls wir noch die anderen Monster oder auch wir mal das Monster sein sollen, dann lasst es uns wissen mit einem Daumen rum da. Vergesst nun also nicht, kostenlos zu abonnieren. Schaut gerne noch bei meinem besten Freund, den Sandy, vorbei. Und dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.